So, guten Morgen, Freunde. Heute streamen wir aus dem Hideaway Resort. Mit dem Angeln hat sich auf nächste Woche verschoben, weil mein Bekannter fürchterlich mit Arbeit voll ist. So, Chat muss ich anmachen. Nur jetzt. Hier sind wir jetzt bei dem Resort, wo gerade Benny ist. Moment, wieder umschalten. Ja. Also wirklich absolut schön. Es war leider wieder völlig bewölkt und ich hoffe, es nicht gleich anfängt zu regnen. Aber ist der Hammer. Mit Sauna, Wasserfall, hat er so schön gemacht. So, jetzt gehen wir mal nach vorne, kann ich euch das Gebäude zeigen. Was ist das hier? Helikopterplattform. Na, ob ich hier mit dem Hubschrauber landen würde. So. Tolle Zimmer. Zeigen wir mal nachher kurz rein. Guten Morgen, Voldemort. Was? Ban Chang, Vietnam? Wieso Ban Chang, Vietnam? Habe ich mir mit dem Titel getäuscht oder was? Du hast den Geruch von Napalm am Morgen, na toll, ey. So, jetzt gucken wir mal, ich glaube, da vorne war auch noch mal ein Schild. Ich habe das ja ganz am Anfang in die Kamera gehalten. Mit dem Hideaway Resort. Was? Kennst du den... Ach so! Kennst du den Film nicht öffentlich? Nee? Guten Morgen, Holger! Ja, ist ja nur schon mittlerweile ein paar Tage. War ja nur 3 Tage Urlaub, Gott sei Dank. Also wie gesagt, heute sind wir im Hideaway Resort. Wirklich schöner Teil. Also hat der so toll gemacht. Nee, wo hat denn jetzt die Werbung gesehen? Nicht da. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt fängt der schon wieder an zu gewittern. Also Regenzeit noch voll im Gange. Den werde ich wahrscheinlich kennen, nehme ich an. So, Moment mal. I come back. Ich habe so weit geahnt. Jetzt hat er wahrscheinlich sein Zimmer abgeschlossen. Nee, wir sind nicht im Urlaub. Ich kann mir keinen Urlaub leisten. Ich bin jetzt hier beim Benny, ein Bekannter von mir aus der Schweiz. Der ist hier untergekommen. Weil der kennt den Besitzer ganz gut. So, also mit Sauna, mit Wasserfall, also einen Urlaub kann ich mir nicht leisten. So, now I come back. So. Gibt es da noch was hinten? Nee, da gibt es nichts hinten. Ach, dann können wir ja mal hier reingehen. Ah nee, halt, kommt man von hier gar nicht. Okay, geh mal zurück. Und Hubschrauberlandeplatz, das ist die Krönung, ey. Der Hubschrauberlandeplatz ist die Krönung. Aber wenn ich den Vordach sehe, ich denke mal, dann ist das mit dem Hubschrauber etwas ungünstig.
Nee, aber das sieht sowas von schön aus. Hier die Duschen. Pullerbecken für die Kids. Hier geht es dann irgendwie in die Sauna. Wurde mir zumindest irgendwie von Benny gesagt. So. Ah ja, hier ist Sauna. Hier ist die Sauna. Decke ist ein bisschen niedrig. Gucken wir mal. Okay. So. So, umschalten. Oh. Nee, hier kommen wir. Achso, hier ist direkt in den Pool. Moment. Oh ja. Decke ist noch ein bisschen niedrig. So, drehen wir die Kamera wieder um. Hier dann die Duschen. So. Dann gehen wir mal zur Bar. Überall diese Sitznischen hier. Und alles behindertengerecht. Ich sehe gerade Behindertentoilette. Hat man ja auch nicht immer. Und wie sagt, wie heißt das so schön? Wie heißt denn der Ausdruck? Mit Rampe dran. Also kann man googeln. Heidelberg Resort. Bistro und Bar. Ja, hier für die Kids auch dran gedacht. Kleine Bühne. Also wirklich absolut schön gemacht. Eine riesen Bar. Bücherecke. Hallo Osli. Das hört sich die Schweizer an. Toll gemacht. Barrierefrei, genau. Barrierefrei. Nee, weil mich auch immer Zuschauer fragen, wo man denn hierher kommen kann, wenn man barrierefrei unterkommen muss. Und da sagt dann halt, also hier im Heidelberg, das geht. So, also gut, Toiletten müssen wir noch nicht zeigen. Obwohl ich denke mal, selbst die könnte man zeigen. Muss ich mal bei der vorne bei der Rezeption fragen. Ich denke, muss doch alles saisonbedingt sein. Also mein Bekannter zahlt jetzt 18.000 Baht für einen Monat. Oh, ich frage mal hier drüben. Room, Tarai, per Nungwan. Room, Tarai, Nungwan. How much for room? Don't know. Okay, okay, muss ich fragen. So, können wir wieder rausgehen? For room, Tarai. For room, Tarai. Ach, sie guckt am Computer. No, no, no. Taurai. Panbad, Pansongoi, Pansiloi. Okay.
Ja, Ruben, Taurei. Okay. Okay, gehen wir wieder zurück. Moment. Und wieder ganz neu. Also ich würde mal sagen, Osli, wenn dich das richtig interessiert, dann guck da mal Hideaway Banchang. Und da ist bestimmt eine Preisliste drin. Also ich kann euch jetzt halt nur die Monatsmiete sagen, die Benny bezahlt hat. 18.000 Baht für einen Monat. Nee, das liegt leider nicht am Meer. Also zum Meer sind es von hier aus ungefähr 3 Kilometer. Zur Sucke mit ungefähr 300 Meter, würde ich mal sagen. Weißt du, was das Zimmer kostet? Jetzt habe ich schon die ersten gefragt. Also 2000 per Nacht über Booking.com. Kannst du über Booking.com oder andere Plattformen kannst du das auch finden. Ach, Hixi sagt gerade, um die 1300. Wo hast du das gesehen, Hixi? Guten Morgen übrigens. Also ich wohne ja davon nur sogar circa 4 oder 5 Kilometer weg. So, jetzt werde ich aber mal den Stream unterbrechen, oder? Unterbreche ich den oder stelle ich die Kamera hin? Ne, machen wir erstmal eine Unterbrechung. Und ich melde mich aber gleich wieder. Wird nicht allzu lange sein, weil es ist ja in Deutschland auch sehr zeitig. Ach, du hast auch Booking.com, ja? Okay, warte mal. Nee, Benny, er sagt gerade 1300 über Booking.com. Benny, 1300 über Booking.com. Ja, er sagt gerade 1300, hat geguckt. Oh, warte mal, da drüben die. Ja, gut, klar. So, Moment mal, wie mache ich das am besten? So. Dann stelle ich das mal hier her. Nee, muss ich anders machen. Das mache ich jetzt lieber so. Und dann schalte ich das um. So, jetzt. So, Moment. So, was wird denn hier warm? Oh, was ist denn hier los? So Leute, Prösterchen. Benni, Prost. 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 Prost, Leute. Hier ist okay. Hier ist alles okay. Hier ist alles okay. But you, for him, no problem. Okay. Okay, gut. Also, ich sit down here. Okay. Yes. Okay. Mal gucken, wie ist das mit der? Müsste mal ein bisschen weiter runter. Ich meine, alleine schon die Bierdecke machen zu lassen. Ne? Die Bierdecke. Ja. Oder die Dinger hier. Das ist ja noch besser. Da müsste ich mal Frau die machen lassen. Die gefallen mir auch. Die gefallen mir noch besser wie meine Patches. Warte mal, aber 16.000 oder 18.000 im Monat? Ja, ist ein guter Kurs, kann man nicht anders so sagen. Warte mal, ein bisschen runter machen. So. Hey, Deckel. Auch diesen Mausbrett, was ich bei mir auch habe, aber natürlich vom Berliner Eck. Dieses Mausbrett, das habe ich ja bei mir auch, aber nicht vom Berliner Eck.
sondern eben von irgendwann einer Grafikkarte oder. Ja, ja. Du kannst da machen lassen. Die Frage ist so, wo hat er das machen lassen? Wie teuer ist das? Ja, man kann ich dir jetzt mal die Ende hier klauen. Hm? Oder so? Das sind die Bühnen. Achso, nee, nee. Moment. Hier darf ich mal, ja. Ja, ja. Das weiß ich noch nicht. Ich bin nicht noch mit Rüben, Rüben oder diese Patusche oder irgendwas. Patusche. Kann sein, ne? Ja. Naja, für Schwimmbecken. Für Schwimmbecken, genau. Ja, da kannst du hier auf den Steinen sitzen. Also absolut da. Ich hab einen Bekannten. Oh, Mensch. Komm, ich nicht mehr so dir, Mensch. Ey, das ist ja unglaublich. Genau so. Ja. Das ist ja echt unglaublich. Ja, das ist eine gute. Ja. Nee, ich hab mal einen Namen bekannt. Ich weiß nicht, ob du den sogar kennst. Oder wenn dann mal, du willst da hin? Überleg ich gerade. Bevor du nach Pompeii fährst, weil da habe ich mir noch 3 TV-Boxen eingerichtet. Und die andere ist, also, ich denke mal, mindestens genauso schön, aber nur, ich schätze mal, ein Viertel so groß. Und die kurzen waren noch schöner. Ja? Ehrlich, Alter, ja, Hammer. Aber er will auch 2400 haben, wohl war aber richtig extra raus. Ne? 1400? Ja. Jetzt 2400. Wieder? Wieder, ja. Ja, aber du, es sind nur 3 Bungalows oder 4. Schöne, ey, eine riesen Dusche. Ja, Hammer. Und Bar, direkt im Pool. Oh, Heavy Electric. Heavy Electric, ja. Jetzt fangen wir nicht an, dein Telefon wieder zu laden. Ey, du machst mir aber. You have cable, man? Nee. Oh, I have cable, but I don't have bar. Ja, plug I have. What plug cable for a plug? I want cable in telephone. Ja, cable I have. But I don't have plug for outlet. No, I have that one. I have that one. What? I have that one, but I don't have. That one I have same. Ich habe ein Zimmer, kein Problem. No. Okay. I need also one. Okay. Oh, du aber immer eine Flüche. Steckt du in der Blumenhaus? Das ist ja Hammer. Oh, ich kann gut. Kannst du mein Notebook hier lassen? Absolut geil. Ich Mein Turm geht auch zu Ende. Ja, das habe ich ja Gott sei Dank heute geladen. Da war ich noch nicht so dumm. Gott, könnte ich mal hier oben setzen? Meint man jetzt? Nee, ist doof. Aber doch, kann ich, der kann ich ja nicht sehen. Ja, hey, komm, wie so Friseur. Für den Angeln alle Beine, nur nicht für Dieter.
du dich dran. So. Genau, habe ich gesagt, Heidewehr Resort Banchang. Danke, Hixi. Ey, der hat 30 Kilo abgenommen. In, was ist das, 6 Monaten oder so? Ich habe leider nicht abgenommen. Da müsst ihr mit leben. Warte mal. Ich brauche neue Stative. Ich kann ja wohl nicht mal sein. Die Dinger sind alle im Arsch. So, jetzt. Soll ich mal gucken, wer noch was geschrieben hat? 18, ja, habe ich gelesen. Ah, gönnst du dir auch ein Leo, okay? Ja, Osli, wo steckst du denn gerade? Oder von wo aus schaust du mir dazu? Wo ist er hin, Leute? Also alleine schon hier, könnt ihr auch sehen, ne? Hideaway. Mit Internetadresse. Oder wenn ich dann sehe, hier die... Ey, die Dinger gefallen mir besser als meine Patches. Ach, was sind das? Selten verkehrt. Na toll. Warte mal, kann ich das umschalten? Nee. Thank you. Na Bro. Ach so, nee, er hat, ja, warte mal, Benny, wie hast du das gemacht? Ich hab gar gesagt, du hast, der fragt mich, du hast abgenommen. 30 Kilo hast du erzählt, ne? Ungefähr, ja. Ja, ungefähr. Wie hast du das gemacht? 16,8. 16,8. Und frisst die Hälfte von der Hälfte. Okay. und frisst die Hälfte von der Hälfte, hast du gehört, ja. Ah ja, siehst du. Ah, brauchst du gar nicht. Das ist ja USB dran. Ey, der Hammer. Okay, bitteschön. Glückwunsch, sagt er gerade. Ja. Glückwunsch. Und wie lange hast du das jetzt schon gemacht? Oh, das geht jetzt schon über ein Jahr jetzt. So. Okay. Langsam, das geht ja da wieder raus. Ich wollte gerade sagen, und wann hast du aufgehört? Das war, als ich die Knieoperation hatte. Nee, ich meine, nee, wann hast du aufgehört aufzuhören? Aufgehört aufzuhören, abzunehmen? Ja. Aber bei Knieoperation, saß ich den ganzen Sommer über zu Hause, konnte nichts machen. Was ist denn? Ja, wieso, machst du das immer noch jetzt, oder wie? Ja, hab wieder angefangen. Ne? Mit dem Abnehmen? Mit dem Abnehmen. Okay. Naja, da passt das aber nicht so richtig, ne? Muss noch 10, 20, muss noch mal, ne? Da hätten wir mal, das nicht mehr funktioniert jetzt. So, was? Mit Erde. Wird hart. Aber es geht. Ja, aber das Problem ist eben, in dem Augenblick, wo du nochmal aufhörst, geht es gleich wieder rauf. Ich habe es ja bei mir gemerkt. Ja, 8 oder 9 Kilo abgenommen. Wenn du rauchst, ne, dann kommst du dein Hungergefühl, ne? Obwohl, das ist nicht, ja, oder du hörst auf zu rauchen, das ist noch schlimmer. Noch schlimmer. Wir haben es vor dem Fernseher. Ne, so die Tüte Chips rein. Ne? Ein Kek. Ja, genau. Eine Büchse, eine große Eiscreme. Ja, eine Dose Eiscreme. Ja. Die Großpackung, die Familienpackung. Ne, ja, 2,4 genau. Kilo. Oder? Und dann eben Chips. Mhm. Und eine Kiste Bier. Yeah. Das Leben, ne. Ja, also, weißt du, was hat man in unserem Alter noch großartig, ne? Ja. Da wäre nicht mehr das dürfen wir, ja, ne? Ja. Scheiße. Ey, kannst du echt vergessen. So, jetzt kam ich mein Gesicht habe ich jetzt hier lang genug gezeigt, jetzt zeigt wieder nach vorne hin. Achso, jetzt ist es ja, Moment. Ich glaube, jetzt habe ich das wieder richtig rum, ne? Nee, ist immer noch Seitenverkehr. Also bei mir ist das Bild seitenverkehrt. Könnt ihr das richtig lesen? Also auf meiner Kamera ist es seitenverkehrt. Ach, ist richtig im Stream. Okay, gut, das ist alles klar. Gut.
Prost, Leute. Urgemütlich hier. Kann man sich dran gewöhnen. Also ich muss auch noch mal hinnehmen. Das hilft nicht. Das war meine Frau. Sie hat mich gefragt. Ah, also ja, könntest du mich dann mitnehmen zu meinem? Ja, klar. Ich wechsle das Bike. Sie hat ein bisschen größer. Ah, okay. Und zum selben Preis. Und wo hast du diese Bike her? Von hier? Okay, ja klar, kein Problem. Ich habe gestern gesagt, ich wieder zurückgehen. Genau, Heidelberg Bahn Bistro, richtig. Hallo Explorer. Kann ich mal hier die andere Seite zeigen? Also wirklich der absolute Hammer, der Teil. Also ich muss sagen, ich habe ja immer gesagt, der Ziriushook ist das Schönste hier, aber das ist um Längen schöner. Ja, und ihr seht ja auch nur ein Stückchen von dem Pool. Ne? Also ich habe ja noch, ich habe ja vorhin mal hier so weiter gezeigt. So. Da hinten ist die Bar. Ich gehe nachher mit euch nochmal eine Runde rum. Aha. Na, siehst du. Ja, bei Saulas. Bei Saulas hat also er hat Red Cable. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt hier die Einzigen. Ja, okay. Ich gehe gleich mit euch mal eine Runde nochmal rum. Und wie gesagt, was mich beim Ciri-Sook so ein bisschen ärgert, ist, dass die am Pool eben keine Toiletten haben. Liegt auch zentraler als Ciri-Sook, da hast du recht, ja. Aber ist eben dafür weiter weg vom Meer. Am Wochenende kann ich mir vorstellen, dass gut besucht ist, ja. Hm. Das werden wir ja sehen. Ja, müssen wir mal gucken, was am Wochenende hier los ist, ne? Aber er sagt, oh, könnte natürlich dann voll sein am Wochenende. Mhm. Wie lange ist das jetzt? Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so, ne? Ja. Also noch ist es wahrscheinlich immer noch ein Insider-Tipp, aber ich denke mal, das wird sich schnell ändern. Also das letzte Jahr haben sie den Pool eröffnet, als ich hier war. Okay. Das war so im März. Okay. Ein letztes Jahr im März? Nein, 22. Ja gut, das ist ja schon zwei Jahre, oder? Nahezu, ja. So, über ein Jahr ja. Offen. Ja. Ja, anderthalb Jahre nicht mehr hier. Ja, Zeit von Jetto. Nee, ich rauche die Zigarette auf und dann gehe ich mit euch nochmal zur Bar. Das sieht wirklich schön aus. Ich habe mich ja versprochen. Jetzt gibt es öfter mal Außenstreams. Nicht immer nur der besoffene Thomas hinterm Tresen oder vorm Tresen. Für so ein schönes Resort darf man gar nicht so viel Werbung machen. Für so ein schönes Resort darf man gar nicht so viel Werbung machen. Das ist bei dem so schön. Ja, so viele Leute sind es nicht mehr. Wie sagst du, wie viele Zimmer hat der? 42 oder so? Ha? Wie viele Zimmer hat der? 32. 32 Zimmer hat er. Genau. Und man sollte wirklich sehen, dass jeder Tag könnte der letzte sein. Ja, in unserem Alter. Ja. Wie gesagt, wartet mal. Meine Mutter hat mir mal im Winter gesagt, ich soll im Winter immer helle Kleidung anziehen. Also habe ich weiße Hose angezogen, weiße Jacke angezogen, weiße Mütze aufgesetzt und ich wurde vom Schneepflug überfahren. Oh. Die wirst du vergessen, ne? Ich müsste wahrscheinlich tatsächlich den Stream unterbrechen, weil wenn ich in den Pool gehe, muss ich ja wahrscheinlich wieder das ändern auf nicht Just Chatting, sondern Pool-Stream. Dann kannst du mit Bikini und so, kannst du dann streamen. Ich denke mal, ja. Dann weiß ich gar nicht. Auch wieder drei. No, not my feet cannot go. Take a mask.
Scary Mask, ne? Kann man bei Kommentar. Ja, kann ich aber nicht vom Telefon aus, Voldemort. Ich hab dir das ja angeboten, dass du das kannst. Du hast mir bis jetzt noch keine Antwort gegeben. Aber ich denke mal, die Beziehung zwischen Klaus und mir ist jetzt hervorragend geworden. Also ich denke mal, das kann man wahrscheinlich ohne weiteres machen. Denk mal drüber nach. Also ich denke mal, ich kann das nicht ändern. Dann müsste ich das zweite Telefon erst wiederholen. Ihr wisst ja, mein Ständer muss ich erst wiederholen. Benni lacht schon wieder. Mein Telefonständer, Mensch. Mit den Jahren. Ey, was habt ihr alle für schmutzige Gedanken? Kann aber die Wahl, ey. Das ist genauso, weil die nette Dame das letzte Mal so Kratzen im Hals hatte und hat versucht, sie mit der Flasche da irgendwie den Kratzen zu beseitigen. Das wurde natürlich auch völlig falsch verstanden. Aber gut. Nee, ich kann hier auf dem Handy nicht schreiben. Dazu müsste ich erst das zweite Telefon haben. Hallo Top Berlin, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Was haben wir jetzt? Oh, 6.21 Uhr bei euch in Deutschland. Ne? Ja, stehe. Ist wahrscheinlich bei euch noch dunkel, ne? Bei uns ist schon wieder dunkel. Aber nicht wegen Tageslicht, sondern wegen Bewölkung. Es ist fürchterlich, ey. Was denn? Ja, klar. Ja, dann hör mal so auf, das ging ja dann nicht mehr. Toljo. Guten Morgen, Meilin, guten Morgen. So, ich gehe mal ganz kurz mit euch mal nochmal hier eine Runde rum. Moment. Ah, da haben wir es. Hey, du gib mir mal die Zigaretten bitte. Da. Zigaretten. Du, ich hab keine Ahnung, Hexi. Ja, ihr habt's ja gewonnen. Meine Frau zieht jetzt hier ein. Ey, die hat drei Portionen heute Morgen gegessen. Ja? Ich habe eine gegessen. Soll ich hab? Ah, Room, alright. Frag ihn mal. You ask him, please. How much is for a room? You must ask reception. Okay. Ja, du, man sollte mit allem Möglichen sehr vorsichtig sein. Hallo Flaschensammler. Ja, hör mir was auf mit Mädels im Pool, du. Da wirst du gleich wieder als Troll eingestuft. Ja, guck mal, das ist gerade eine durchgekommen. Die war zwar nicht im Pool, sondern vor dem Pool. Da musst du jetzt mit leben, du. Prost. Nee, das sollte man nicht. Hallo Bohrwasser, 1500, okay? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe das ja bei der AIDS-Hilfe gemacht. Da hatten wir natürlich auch die Kinder denn, weil wir denen ja im Prinzip dazukommen lassen wollen. Ich drehe nochmal die Kamera um. So, jetzt so. Grüßt euch, Leute. Es ist ja schon nach 12. Prost. Ah, leer. Ja. Flaschen haben wir auch immer. Muss ich noch dann haben. Ja. Da kommt doch wieder Zitis. Nein, also ich muss sagen, das fehlt noch hier so. Ding Dong. Ja. Ja, Ding Dong, ne? Ding Dong. Ja, vor. Nee, was? Ashtray. Tiki Bulli. Na, tu aber, das ist ja nochmal Ausschluss. Ah, ja. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich... Also, ist noch drin, ne? Ja, ist aber der letzte Schluck. Was ist denn da oben?
He's coming. Nee, das ist so eine Sache, die praktisch fährt, so eine kleine Klingel hier in der Mitte, ist so Klingelung. Was? Glückchen, Bestellung aufgeben. Oder so, ja. Und dann mal ging, 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 ging. Oder so, ja. Dann kommt die Rechnung, 4.500 Watt. Wieso nicht? Die haben so ein Ding noch gemacht hier. Heißt erstmal die Gruppe einladen. Na, denk mal. Langsam, langsam, ja. So, warte mal. Next time, okay. Das ist, meine Frau hat sich schon wieder daran gewöhnt jetzt hier. Noch. Hallo Rotwies, einen wunderschönen guten Morgen. Heute sind wir im Hideaway. Warte mal, ich muss mal hier, schalte ich mal um. Hier ist Hideaway Resort. Ich merke schon, Deutschland am 8. Jetzt müsste entweder Engelchen oder Dortmunder oder der Diddel mit arbeiten müssen. Nee, der muss noch nicht arbeiten. Nee, lass mal drin. Jemand nie zusammen sehen? Von Delmon? Ja, der hier, vor Benni. Der gleiche da. Delmon? Ja. Sag mal, bist du jetzt so geizig, mir sowas nicht abzugeben? Oder hier, Benni, hau rein. Nee, ich meine nicht. Danke. So. 6, 8 Stunden nichts jetzt. Muss ich dann halten, ja, wenn du dann etwa anfängst. Benni, denk mal, könnte der letzte Tag sein. Ja, ja, ja. Mit 50, mit 50 Kilo Übergewicht kommt der letzte Tag schneller, glaubst du? Das stimmt, ja, das stimmt. Nö! Nee. Ja. Lass mal weg. Da kann ich auch Packkarton reißen. Ja, ja. Ja. Komm, Benni. Rein doch von mir jetzt mal hier. Das heißt, ich laufe hier durch, doch. Ja, wir gehen gleich mal eine Runde rum. Oh ne, kann ich jetzt nicht, es kommt gerade Nachschub. Guck ab. Na, Betty, hoch die Tasten hier, komm. Äußerchen. Ja. Jockey. Jockey. Ah ja, siehst du genau. Ja, wir gehen gleich noch eine Runde rum. Kann ich euch das mal zeigen. Ja, alles für uns alleine, genau. Ja, du, aber es regnet auch gerade wieder so ein bisschen, nieselt. Wo denn? Nee, nicht. Nee, stimmt. Im Moment wieder nicht. Okay, mehr, 11 Uhr. Es ist schon 12:30 und das noch nicht. Ja, kann man ja sehen, da war ja bloß ein oder zwei Gäste da, ne? Ah, es sind schon ein paar weg heute. Ja. Irgendwo hingegangen, kommen ja wieder zurück. Gestern sind schon 6 oder 7 abgenommen. Okay. Ja. Kommt Zeit, kommt der ab. Ja. Also ich denke mal, das könnte so Resort Nummer 1 werden, wenn man schauen. Ist es wahrscheinlich schon. Ja. Also wenn ich so gehört habe, ich glaube, Roma war auch mal hier. Für 1 oder 2 Nächte. Mhm. Ich habe ja bis jetzt nur die Werbung gesehen, kennst ja gar nicht live.
Also nee, Leute, ich glaube, das ist das beste Resort im Moment in Banchang. Ja, und dann haben sie ja neu das Kantari gebaut. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, neben dem Lotus. Das ist, glaube ich, so ein 4-Sterne-Kasten. Fitnesscenter, Pool auf dem Dach. Ja. Musst du mal hingehen. Geh mal hinterm Lotus. Hinterm Lotus. Also von hier aus hinterm Lotus, so 100 Meter oder so. Kantari. Und auf der anderen Seite wollen sie gar das Hilton bauen. Also das geht ja richtig los im Moment am Banschauen. Was wollen Sie da? Hilton Hotel. Hilton? Oh, die Hilton. Ja, dann geht's ab. Ja. Wir sind mit dem Flughafen. Wie lange geht das noch? 10 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, wenn die anfangen, geht es schnell. Aber sie fangen ja nicht an. Ach, noch nicht angefangen? Angefangen ja, und dann kam Covid. Und sind alle wieder umgeworfen. Ah. Dann haben sich wohl irgendwie die Chinesen zurückgezogen. Na, war natürlich vorbei. Was kommen die Chinesen ins Spiel? Ach, guck mal hier, ja. Der Spritti da hinten. Du. Okay. Okay. Tschüss. Ja, Hilton und Banchang, Hixi. Ja, die sind alle heiß auf den neuen Flughafen. Du, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, bis ich eben die Nachricht gehört habe. Und ich habe gesehen, dass sie angefangen haben, zu bauen. Gegenüber vom Lotus. Was mich halt ärgert, ist, dass sie kein Makro bauen. Ne? Weil Makro hier mal schauen wir der Hammer. Kommt noch. Ich denke mal, ja. Vielleicht auch ein bisschen zu wenig Einwohner. Ja, das hängt alles an dem Flughafen. Dann kommen mehr Touristen, dann kommen mehr Geschäfte, die brauchen wieder mehr Ware, also muss ein Makro hierher. Na, ich denke mal, das wird nicht ganz reichen. Also ich schätze mal, ich glaube 22 habe ich letztes Mal gemessen. Weil das ist ja nicht direkt in Sattahib, das ist ja wieder, du musst ja Richtung, was, eine Woche, 221 Euro bei Sternchen, Sternchen, Sternchen. Neben Bixi, genau, aber Bixi ist ja auch nicht direkt in Sattahib. Das sind ja von Sattahib zum Bixi oder zum Makro, das sind ja nochmal 4 oder 5 Kilometer. Ach so, eine Woche, sagt gerade jetzt Top Berlin, eine Woche hier beim Booking.com, 221 Euro für hier. So wenig, wenn du länger bleibst, ist es billiger, nämlich. Ja, klar, logisch, ja. Aber. Na, ich bin mal gespannt, was der Schwede bezahlt hat am Sirisuk. Der wird wahrscheinlich 6000 Watt bezahlen, Monatsmiete. Weil der ist ja Dauermieter. Der ist ja schon seit 6 Jahren da. Im Sirisuk. So ist er, denn der, wenn er reinfährt, das ist ja so wie so ein U. Und wenn du das erste U rauffährst, ganz am Ende. Ah, ja, ja, da Schwede. Schwede, glaube ich, ist das. Ne? 15.000 angefangen, glaube ich. Ach so? 15.000 zahlst du jetzt auch. Warte mal, 1.000. Also der ist jetzt schon 6 Jahre hier, ja. Glaube ich, das günstiger sein. Naja, gut, aber 15.000 kostet das neue Haus auch hinten, habe ich gefragt. Ja, ja, ob 1 oder 2 gleicher Preis, genau. Das kann natürlich sein, Hixi, okay. Also wie gesagt, ich gehe gleich mit euch noch mal eine Runde rum. Weil ich habe mir natürlich vorher auch die Genehmigung geholt von der Chefin, dass ich das machen darf. Telefon aus dem Auto holen. Das Ladekabel habe ich hier.
Please go a little bit in the corner. I can make a little bit here. Sit here. Jetzt können wir mal hier ein bisschen drehen. Das kann ich nicht mehr sehen. Ey, das ist urgemütlich hier, muss ich sagen. Ey. Ach, jetzt hat die Speisekarte wieder mitgenommen. Na gut. Die hätte ich euch auch sonst gerne gezeigt. Mache ich aber gleich. Ja gut, das wird ja in Thailand sowieso nicht so gerechnet. Du zahlst ja immer auf ein oder zwei Personen normalerweise den gleichen Preis. Es gibt Ausnahmen, aber die sind sehr, sehr gering. Und die Thais, die machen das sowieso gerne. Die kommen ja immer mit besiegter sechs Leuten an und nehmen sich halt ein großes Zimmer. Mhm. Willst du deine Kippe ausmachen, Benni? Ja, mache ich gleich. So, Moment mal, ich gehe mal mit euch eine Runde rum. Moment. Wenn die deine Zigarette verqualmt. Also, so ist gut. Okay, Moment. Nee, also diese Nischen sind wirklich toll gemacht hier. Vor allem, wenn man die überlegt, ist das hier auch. Muss ich mal gucken. Ah ja. Ja, wenn man alleine schon hier guckt, so an die Details darauf zu achten. Ne? Mit USB-Steckern zwei Stück und Steckdose. Also kann man sie ohne Probleme auch mit seinem Notebook hier stundenlang aufhalten. Und wie sah alle behindertengerecht? Habe ich das Wort schon wieder vergessen. Ja, wie gesagt, auch für Kinder ist hier gesorgt. Trampolin da. Barrierefrei. Danke, Bauwasser. Hallo? Gut. Kinderkäfig, ja, kann man auch so sehen. Das könnte ich mal machen, hast du recht.
Aha, na gut, er ist ja selber auch Engländer. Der arbeitet auf so einer Ölplattform und hat sich das halt damit erarbeitet. Aber wenn ich das sehe, wie dunkel das da hinten ist, ey. Mein lieber Alter. Ja, Hixie Greg, genau. Hixie, kennst du das? War schon mal hier? Einer meiner Zuschauer kennt sogar den Namen, Greg. Einer meiner Zuschauer kennt sogar den Namen, Greg. Sehr beliebt bei der englischen Community hier. Aha, okay. Was, er steht hinter dir? Wer steht hinter mir? Ich sehe keinen. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Du, ich stehe manchmal neben dir. Oh, hier ist auch noch. So, mal kurz umschalten. Komme hier vor wie bei Fred Feuerstein. So. Du, das haben mittlerweile mehrere schon gemacht. Also wirklich, hat er absolut schön gemacht. Und dann der Hammer ist ja hier. Moment. Also wenn man denn guckt, ich meine, da ist so ein Vordach dran, also mit dem Helikopter möchte ich ja nicht unbedingt landen. Ja, Sauna ist wirklich sehr beliebt. Jeder fängt jetzt an, irgendwie das aufzurüsten mit einer Sauna. Hallo Rottenburg, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wünsche wohl gut zu haben. Aha, das hätte ich im Vorbank noch nicht gesehen. Ja, die Kapp. Da ist er ja. Hallo. Ja, hallo. I'm streaming, huh? Your wife tell me it's okay. All is okay. Yeah. Yes, please, come and sit. Okay. Yes, welcome.
Hallo. Nice to meet you. Nice to meet you. Greg, ja? Peter. Ah, Peter, Peter, okay. Greg is in vacation. Ah, okay, okay, okay. Ja, da seht ihr auch nochmal. You have a price list from the room? Yes, for today. You'd like to check in? No, I don't check. I stay for my friend. Right. Okay. But some people need a price list. Okay. How much is per day, per week, per month? During this period, November, right? Yeah, okay. Okay. You have a price list? We can make the picture? I do it for you right now. Okay, 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 okay. 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 I come back later. Okay, okay, bye. Thank you. Manila. Ah, Rexter England, ja. Sorry? Rexter England? Yes. Ah, okay. He's coming very soon, in a few days. Ah, few, okay, okay. Well, maybe I see him later. But he know my restaurant by chance, eh? But I have a small restaurant. It's close to us here? No, no, no. It's, I think, 5 kilometers. It's close. It's close, yeah. Berliner Eck. Berliner Eck. You know Berlin? Berlin, the capital city from Germany. Yeah, yeah, yeah. Berliner Eck. Thank you, have a nice day. Hallo Paolo Game. Ja, natürlich, Royo, klar. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich wollte sagen, der hat sich aber verändert, ey. Ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern. Das ist aber irgendwie 3, 4, 5 Jahre her, wo ich Greg letztes Mal gesehen habe. Aber das ist ja der Hammer. Aber wie gesagt, wenn man das sieht, der Kreis und das Vordach hier oben drüber, naja, also das könnte riskant werden mit dem Helikopter. Figur ist eh nicht drahtig. Wenn ich auf der Ölplattform arbeiten würde, wäre meine Figur wahrscheinlich auch drahtig. Auch für eine Drohne? Nö, nicht unbedingt. Achso, für eine Drohne, die Plattform hier. Ja, da hast du recht. Ist für eine Drohne, da hast du recht. Naja, also selbst wenn das Vordach fehlt, also ich weiß nicht, also finde ich also mehr wahrscheinlich Show. Hat Florenz auch, okay. Ich denke auch, genau. Nee, mein Bekannter, der ist ja mal von Bangkok mit dem Heli hergeflogen und wollte im Prinzip bei seinem Haus abgesetzt werden. Und die haben ihm wirklich das verboten. Der musste dann also am Utapau landen und mit dem Auto zu seinem Haus fahren. Nee, nee, genau. Genau das meine ich, aber das ist ja genau, was ich sage. Naja, ich denke mal wahrscheinlich so 3, 4, 5 Kilometer weg, da geht das schon wieder. So, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt mache ich das. Wie mache ich das jetzt am besten?
Genau, wegen dem Flughafen. Also Hixi, ich würde ja zu gerne mal deinen Namen erfahren. So, Moment. Benni, kannst du vielleicht die Musik abschalten? So leid, dass mir klingt. Warte mal. Nee, darf ich nicht. Ich muss den Stream löschen danach. Wenn die Musik läuft, muss ich den Stream danach löschen. Nee, warte mal, ich muss nochmal anders machen. Moment. Moment, muss ich anders machen. Das geht so nicht. Regnet Bild jetzt. So, ja, so geht das. So geht das. So. Hixi, das meine ich nicht. Ja, Rotwies, Hixi kennt sich sehr gut aus. So, Moment. So. Mal gucken, das kann wieder runter. So. Okay. Ja, you sit down. Los, Leute. Tschüss. Nee, die will ich nicht. Oh, da hat er einen richtig teuren Grill unterstehen, ne? Einen richtig teuren Grill. Hab ich nicht. Ah, da. Der hat er schon zu Hause. Sein Haus hat er jetzt verkauft. Krass, mal doch so. Ey, das sieht so verkammelt aus. Aha. 3 Jahre später, neu hingestellt, 3 Jahre später, sieht es aus, wenn er 50 Jahre alt ist. Ja. Prima halt, ne? Salzig. Ach so, okay. Ich dachte, sie wären schon alle mit Schutz. Ein hässiger oder Schutt. So weit ist es noch nicht, ja? Ja. Weiß bei dir, runter schwimmen wir. Was nicht kommt, was mit dir kann noch werden. Ne? Was nicht ist, kann noch werden. Alles fit? Guten Morgen. Ja, machen wir gleich zusammen. So. Ja. So, Moment. So. Alles klar, Hixi. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Auf der Sonnenseite des Lebens. Also nicht bei uns, bei unseren Schatten. Das muss man auch irgendwie wegbringen.
eingeschaltet, ne? Schön sieht das aus, ne? Am Abend sieht es super aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Nicht da alle hier. Ich muss was zu dir machen. Aber ich kommentiere meine Meinung. Mit 15 bist du noch nicht bei. Ja, 100. Lass mich die Wohnung rausgehen. Sag mal, der Teil von Heimat? Ich bin verarbeitet wieder. Sag mal, der Teil von Heimat? Zwei Kinder. Ach, nur zwei Kinder, okay. Ja, gut, dann kann man so was natürlich machen. Dann wird es zwei Kinder. Der Sohn ist gleich alt wie die Greisen. Ja. Die waren zusammen in der Schule. Da, ja. Wo habe ich ihn kennengelernt? Ja. Und die Tochter, also der Sohn geht jetzt in der Schule, der über die Woche steht, ist er dort, kommt nicht zurück, habe ich gehört. Jedes Wochenende kommt er zurück. Ja. Oder wo ist er in der Schule? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nein. Und die Tochter, die in Rips, glaube ich. Okay. Nein, haben wir geklagt. Die Preise steigen in der Rips-School. 70.000 per Quartal. Ja, natürlich. Ja. In der unteren Schicht, die ist ja 10 Jahre alt, das wird dann noch teurer. Jedes ja, Jahr. Das ist schon lang. Aber es gibt auch andere Englischschulen, da musst du nicht irgendwie Rayong Englischschule oder so. Ja. In Chiang Mai hatten wir, waren die auch in der Englischschule, also halb. Ja. Und hat halb so viel gekostet wie ich. Ja, mal, ja. Die sind teuer, die sind teuer. Also Moment mal, redest du von der Schweizer Schule in Chiang Mai? Nee. Schweizer Schule. Ja, aber die kostet. Die Schweizer Schule in Bangkok auch. Die deutsche? Ja. Die deutsche Schule gibt es in Bangkok, in Chiang Mai. Ich bin meine, das ist Schweizer. Nee. Deutsche. Oder meinst du eine andere? Die ist südlich von Chiang Mai. Eine deutsche Schule. Okay. Ich glaube nicht Karin dort, aber sie hat es nicht geschafft im Rechten. Aber eine Schweizer Schule gibt es da auch schon. Ja? Das ist parallel mit der in Bangkok. Die sind zusammen. Ja, aber die kosten. Nein, die kosten richtig. Die sind aber 300 oder so. Ja, ich habe da mal angefragt. Dann habe ich, wie sagt man, Hilfe angefordert. Ja. Also, und dann habe ich gesagt, das ist die Schule. Gehört zum Kanton Luzern. Aha. Und wenn du nicht vom Kanton Luzern kommst, gibt es keine Hilfe. Muss umziehen. Nee, aber ich habe mal gehört, die Leute, die auf die Schweizer Schule gehen, in Bangkok oder in Chiang Mai, die haben ihren Job schon in der Tasche. Ja. Yeah. Stipendien heißt das. Ja, genau, richtig. Ja, da sind wir eigentlich den Heimatort, den Kanton Bern habe und den Kanton Luzern. Da gab es keine Stipendien, da kann ich vergessen. Ja, Stipendien liegt ja natürlich auch an der Leistung. Wenn du also im Sport gut bist oder in Musik gut bist, dann ist halt Stipendien. Bei uns kommt es auf das Vermögen. Oder so, ja. Für die ganzen, für die nicht ganz so reichen wie uns nicht so zu unserer Zeit. Ja. Ja. Die geben auch armen Kindern eine Chance. Ne?
Aber eben, das muss gut sein. So Leute, jetzt weg mal den Stream kurz unterbrechen hier. Oder noch nicht? Dann muss ich ja mal normal mit euch rumlaufen. Nee, also sagen wir so, ich bin in einer halben Stunde wieder online, wir brauchen mal so ein bisschen Privatleben. Und in einer halben Stunde gehe ich wieder online. Also wer reingucken möchte, in einer halben Stunde bin ich wieder da. Oh. Und tschüss. Oh, warte mal. Umschalten. Wie meine ich jetzt? So schaltet das um. Oh, Moment mal. Also diese Sitzecken hier ist der Hammer. Ich gehe dann also eine halbe Stunde nochmal mit euch rum. Aber ich muss mal erstmal eine Runde im Pool gehen. So, mit den Bildern verabschiede ich mich mal so eine halbe Stunde von euch. Und dann bin ich aber, ich denke mal, eine halbe Stunde bin ich wieder bei euch. Okay, danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich melde mich bei euch wieder. So ein bisschen Privatleben, jetzt mal eine kleine Unterhaltung. Rutwies, alles klar. Bis nachher. Und ich sage, halbe Stunde ungefähr. Dann bin ich nochmal hier aus dem Heideway. Bin ich nochmal online. Okay, ciao, ciao.